8.11.2022. Herzlich willkommen hier in der S-Bahn auf dem Weg in die schönste Stadt Deutschlands zu einem der wichtigsten Spiele dieser Saison, und zwar das Derby gegen den Karlsruher SC. Ich bin mega gespannt, was heute so alles passieren wird. Es kann ja doch das ein oder andere, ihr wisst ja, Hochrisikospiel und so, ne? Aber ich bleibe optimistisch, auch was das Spiel angeht. Ich würde sagen, die Statistik spricht ja für uns, aber was rede ich? Schaut ihr euch den Vorbericht an. Ich gehe in die Kneipe und trinke noch ein bisschen was. Liebe Fußballfreaks, und ganz herzlich willkommen zum 16. Spieltag in der Saison 2022-2023 und somit das zweite Spiel in der englischen Woche für meinen geliebten 1. FC Kaiserslautern, denn am vergangenen Samstag mussten wir auf der Alm gegen das Tabellenschlusslicht Arminia Bielefeld antreten, doch die Partie war um einiges intensiver, als wir uns das gewünscht haben. Denn die Gastgeber spielten beherzt und engagiert auf, dementsprechend gebührten ihnen auch die ersten Torchancen. Dennoch verflachte die Partie im Laufe der ersten Halbzeit dann immer mehr und wurde ereignislos. Naja, nicht ganz, denn in der 44. Minute geschah Folgendes. Komm, gib ihm gelb! Ja, und dann ist gelb-rot. Und rot. Ja! Der FCK in der 44. Minute. Ab diesem Zeitpunkt in Überzahl. Jetzt wird's aber umso schwerer, das muss man halt leider dazu sagen, ne? Dementsprechend waren die Pfälzer rund 45 Minuten in Überzahl und dennoch waren es die Hausherren, welche die erste Achtung. Großchance in der zweiten Halbzeit verbuchen konnten. Aber glücklicherweise war es Clement, welcher netzte. Ja, jetzt, jetzt ist rau. Komm! Ja! Ja! Yes! Na endlich! 1-0 für den FCK, wunderbar gemacht! Von der rechten Seite endlich mal reingegeben! Und jetzt zieht ab und gibt ihn in die rechte untere Ecke! Ja! Yes! Endlich! Mein Gott! Muss ich mich denn jedes Mal so scheiße aufregen, dass wir endlich mal ein Tor machen? Ja! Und nur wenige Zeigerumdrehungen später war es Opoku, welcher sogar noch erhöhte. Komm, 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 komm! Camp, bring den Ball rein! Ja! Komm! Ja! 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 2-0! Ja! Yes! Karl-Heinz! Ja! 2-0! Doch, wie ich sagte... Aber, trotzdem ist Vorsicht geboten. Kam es dann auch. Die Bielefelder fighteten und nutzten einen Fehler von Tomjak aus, um den Anschlusstreffer zum 1-2 zu erzielen. Ehrenabi! Achtung jetzt! Und drin! Da ist es. Da ist es. Und dann kam es sogar noch härter. Ball kam von der linken Seite rüber. Bielefelder springt danach, Lautra ebenso, und er trifft ihn tatsächlich. Und ohne Spaß, ich würde es noch nicht mal... Bielefeld hätte es einfach verdient gehabt. Die spielen einfach mit 10 Mann besser als wir gerade mit 11. Ball ist frei. Und ist drin. Ja, klar. So schnell können also die Emotionen beim Fußball zwischen Freud und Leid hin und her wanken. Aber wir haben ja noch glücklicherweise einen Hanslik als Joker. Ja, wir kommen über links. Komm, komm! Ja! 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 3-2! Ja! Oh Gott, mein Herz! Ich krieg noch einen Herzinfarkt, Alter! Ja! Ja! Dementsprechend konnte der FCK also 3 Punkte von der Alm mit zurück in die Heimat bringen. Aber, und das soll jetzt auf gar keinen Fall gönnerhaft oder sonst irgendwie etwas klingen, Bielefeld hat mega stark gekämpft. Man hat nicht gemerkt, dass sie die Hälfte der Partie in Unterzahl spielten. Also durchhalten, das wird auf jeden Fall noch was bis Ende der Saison. Aber scheiß drauf! Wir konzentrieren uns jetzt auf das enorm wichtige Derby auf dem Heiligen Berg gegen die Gelbfüßler, gegen die Badenser, gegen den Karlsruher SC. Und ich glaube, ich muss niemandem erklären, weswegen es diese Rivalität gibt. Gerade einmal 90 Kilometer trennen uns voneinander und die Rivalitätshistorie ist wirklich endlos lange. Übergriffe von Karlsruhern auf Lautra innerhalb des Fritz-Walter-Stadions. Wir schießen die Badenser in die dritte Liga und sonstige Nettigkeiten sind nur Dinge, die in den letzten Jahren geschehen sind. Also, das Feuer lodert heiß.
Und ihr könnt euch überhaupt gar nicht vorstellen, wie enorm aufgepeitscht ich für die kommenden 90 Minuten bin. Und die Statistik spricht ja für den FCK. In 61 Begegnungen siegte der FCK 22 Mal, nur 14 Mal unsere heutigen Gäste. Und wenn ich schon bei Siegen bin, diese sind bei den Karlsruhern absolute Mangelware. 5 Spiele, 5 Niederlagen, zuletzt die 1:4 Klatsche vor heimischer Kulisse gegen die Kieler. Das ist schon eine richtig, richtig krasse Statistik. Der Vollständigkeit halber möchte ich natürlich erwähnen, dass der FCK insgesamt 8 Zähler holen konnte. 2 Siege, 2 Unentschieden bringen uns diese Punkte ein. Jedoch möchte ich der Fairness halber sagen, dass wenn man sich die 5 Ligapartien der Badenser anschaut, und das 8:7 war eben kein Ligaspiel, sondern DFB-Pokal, hat der KSC tatsächlich ein Ligaspiel gewonnen gegen Bielefeld. Ironisch irgendwie. Aber trotz der, ich nenn's mal vorsichtig, suboptimalen Punkteausbeute der Karlsruher aus den vergangenen Spielen, stehen diese in der Tabelle gar nicht mal so übel da. Also, ich erwarte ein heißes, ein krasses und stark umkämpftes Spiel. Und ganz im Ernst, wir sind hier alle nicht wegen irgendwelchen lamen Fakten, sondern wegen dem Aufeinandertreffen zweier Traditionsvereine, die nicht nur die Tradition, sondern auch der Hass aufeinander verbindet. Darum würde ich sagen, lasst uns gemeinsam ins Stadion gehen, in den Block, alles für unsere Mannschaft geben. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns danach. So Leute, einige Stunden später. Ich war hier im Roten Teufel, schön einen trinken und wisst ihr, was ganz, ganz toll ist? Hier hinter mir auf genau der gegenüberliegenden Seite das Geburtshaus von Fritz Walter. Das ist Tradition, Leute. Es kann nur gut werden.
Abspielen, abspielen, hey! Yeah!
Fußball Freaks, das war's dann also vom langersehnten Südwestderby zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem Karlsruher SC. Und mein Gott, was war das für ein fucking geiler Tag. Ich war um 12 Uhr in Lautern, geh mit tollen Menschen in die Kneipe, zischen Papier. Von dort aus geht's weiter an die Bude, auch dort das ein oder andere Flüssignahrungsmittel zu sich genommen, um dann in den Block zu gehen und BÄM! Die ganze Laune ist im Arsch. Warum? Weil die Einzelblöcke anscheinend diesmal, ich weiß nicht, besonders attraktiv waren für Menschen, die sonst nie ins Stadion gehen. Da waren Leute, die hast du in den letzten 5 Jahren nicht einmal gesehen, geschweige denn davor. Aber jetzt, wo Derby ist, da müssen sie wieder kommen und in die Einzelblöcke. Ganz, ganz wichtig, weil da ist ja die Stimmung. So viele, dass Freunde, die Karten für die Einzelblöcke haben, gar nicht reinkamen, weil es zu voll war. Es ist so lachhaft, lächerlich, nervig und kotzt einen nur noch an. Mein geliebter Bruder musste in der Halbzeit raus, weil es ihm zu viel wurde. Ich habe mich über das Thema schon mal aufgeregt. Da ist jemand kollabiert und die Ersthelfer kamen nicht rein, weil zu viele Trottel im Block standen, obwohl sie da gar nicht hingehören. Und dann steht man am Eingang von 8-1 und bekommt mit, dass Leute nicht einsehen, weil sie 8-2er-Karten haben, warum sie da nicht rein dürfen. Ohne Witz, Ohrfeigen verteilen das nächste Mal. Oder, und das wäre die tatsächlich bessere Lösung, Drehkreuze an den Block, fertig. Da fällt es nämlich etwas auf, wenn da jemand da steht und 12 Karten drunter hält oder was. Nee, sorry, kein Verständnis dafür. Aber scheiß drauf, kümmern wir uns um die Partie. Die war schlecht. Tut mir leid, anders kann man es nicht sagen. Schaut euch die Statistik an. 8 Torschüsse von uns, 20 von Karlsruhe. Alter, was ist da los? Was haben wir denn da zusammengespielt? Schaut euch die Passquote an. Schaut euch die Ballbesitzstatistik an. Und ich weiß, dass ich mich hier jetzt gerade über ein Spiel aufrege, das wir gewonnen haben. Aber Leute, nicht jeder Gegner versemmelt einfach 20 Chancen. Versteht mich bitte nicht falsch. Ich bin definitiv demütig. Und auch ich sehe, welche Qualität wir mittlerweile an den Tag legen. Wir haben immerhin, Stand jetzt, 9 fucking Punkte Abstand zur unteren Tabellenhälfte. Das hätten wir vor einem Jahr, ach Gott, nicht nur mit Kusshand, sondern mit Knutschhand genommen. Also wirklich, das ist so krass, wie wir uns da gemacht haben. Es ändert aber nichts dran, dass wir Kritikpunkte ansprechen müssen. Und die sehe ich da tatsächlich. Kein Spaß. Lute, bester Mann heute auf dem Feld. Ohne dich, wir wären sang- und klanglos untergegangen. Ja, ich weiß, die restliche Abwehr hat auch eine tolle Arbeit geleistet. Ändert aber nichts dran, dass Lute echt stabil. Ich weiß, ich habe mich in der Vergangenheit das ein oder andere Mal negativ über ihn geäußert, aber nicht heute. Er hat alles wieder weggemacht. Ich war also wirklich sehr, sehr happy. Denn, ja, man muss es einfach so sagen, wir hätten dieses Spiel verdient verloren. Ja, scheißegal, wirklich scheißegal. Wer sie vorne nicht macht, bekommt sie hinten rein, hat sich heute wieder etabliert. Wir haben einfach effektiver und cleverer gespielt. Dementsprechend 2-0 gewonnen. Cleverer gespielt, wenn man am Schluss mit 38 Mann hinten drin verteidigt. Scheißegal, ist egal. Interessiert es morgen jemanden? Nee. Nein, es geht darum, wer die Punkte auf dem Konto hat. Und das sind wir. Was war noch richtig geil an dem Spiel? Ich glaube, das brauche ich euch nicht erklären. Die Pyro-Aktion war godlike. Ich habe mich gefühlt, wie als wäre ich in der Zeit zurückversetzt gewesen. In eine Zeit, wo ich noch gar nicht auf der Welt war, als wir gegen Barcelona gespielt haben. So sah die Hölle aus. Richtig grandios. Und Karlsruhe, deren Choreo, auch absolut hammergeil. Ein Fußballfest. Ich habe richtig Freude dran gehabt. Wirklich rundum geil. Und ja, ich weiß, es kostet Geld. Und ja, ich weiß, es stinkt. Und ja, ich weiß, es gibt Leute, die können da nicht atmen. Und ja, ich weiß, dass es, keine Ahnung, noch 100.000 andere Gründe gibt, was daran so scheiße ist. Aber gut, bis auf das Finanzielle kann ich halt einfach nur sagen, kannst du nicht in die West gehen, ne? Es gehört halt einfach zu unserer Kultur dazu. Dementsprechend, yo. Das ist schon in Ordnung und ich fand es einfach mega. Was ich gar nicht mega fand, ist die Aktion der Karlsruher Ultras auf dem Weg zum Stadion. Das ist ein richtiger Bitch-Move. Also sorry, mit keine Ahnung wie viele Leuten auf 10 losgehen. Ich weiß nicht, ob es Ultras sind oder ob es normale Fans sind oder sonst irgendwas. Aber mit so vielen Leuten, wollte ich euch einfach nur ganz kurz mitgeben. Ist halt ärgerlich. Aber ansonsten ist es ja so weit ruhig geblieben.
So, das war's dann auch schon vom Spiel gegen Karlsruhe. Konzentrieren wir uns auf die am Freitag anstehende Aufgabe. Diese da ist auswärts Düsseldorf. Das wird auch ein dickes Brett zu bohren, aber ich sag mal, wenn wir genauso spielen und das Ergebnis genauso ist für uns wie jetzt gestern, dann bin ich zufrieden, muss ich wirklich sagen. Wir sind leider nicht mit dabei, also Bella und ich bleiben hier und schauen uns das gemeinsam mit euch wieder im Stream an. Ab 17 Uhr geht's los, ich freue mich jetzt wie immer mega drauf, denn das ist so ein fixer Termin, wo ich halt wirklich sage, geil, das wird wieder richtig cool, mit euch sich zu unterhalten, macht halt einfach mega viel Spaß. Eine Sache, über die ich euch auch informieren möchte, ist folgende. Vielleicht ist euch dieses T-Shirt ja aufgefallen, Boykott. Und ich glaube, ich brauche niemandem zu erklären, was zu boykottieren ist. Und zwar diese Scheiß-WM, die uns vor der Tür steht. Braucht ihr nicht, brauche ich nicht, schaut sie einfach nicht. Punkt, Schluss. Die Gründe dafür sind mannigfach und müssen nicht wieder durchgekaut werden. Aber wenn ihr Bock drauf habt, das auch nach außen zu zeigen, unten in der Beschreibung findet ihr unseren Online-Shop. Da hat die Bella auf ganz, ganz vielen verschiedenen Artikeln Designs drauf gemacht, die wir gemeinsam erörtert haben. Ganz viel Liebe und Ehre an dieser Stelle an die liebe Liz, die ein ganz besonderes Motiv für uns gemalt hat. Wirklich, das ist richtig geil geworden. Danke dafür. Es würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr da einen Blick reinwerfen würdet. Und konstruktive Kritik ist auch immer voll fit, ne? Unten in die Beschreibung, wenn ihr da Ideen oder sowas habt, bin ich immer gerne da. Gut, das war's jetzt aber wirklich mit diesem Video. Wie immer hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, passt bitte auf euch auf, bleibt gesund. Das ist immer noch das Allerwichtigste und damit meine ich nicht nur Corona, sondern auch so, Schnupfen ist ja auch ziemlich zum Kotzen aktuell, ne? Und Kotzen auch. Scheißegal. Ach, Kinders, ich bin einfach gut drauf. 3 Punkte gehören uns. Derby-Sieger. Leute, wir sehen uns hoffentlich am Freitag. Bis dahin würde ich sagen, wir sehen uns auf der Couch. Auf geht's, SLFCK. Wir kommen aus der Hölle und sind wieder da. Wir stehen fest zusammen und geben die auf. Denn du bist das, was ich zum Leben brauche.